Liebe Kinder, liebe Eltern, ich freue mich sehr, euch und Sie recht herzlich zu diesem Krippenspiel willkommen heißen zu dürfen. Diesmal ein bisschen anders, als wir es sonst kennen. Und der Grund dafür sind uns allen bekannt. Lasst uns diesen mit dem großen Plus unseres Lebens beginnen. Das ist das Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Weihnachten sind wir eingeladen, den schönsten und würdigsten Geburtstag, den es gibt, zu feiern. Unser Herr, Gott, der Allmächtige, wird Mensch. Er kommt zu uns als ein kleines Kind, im Windel gewickelt, in der Krippe liegend. Es ist ein Wunder. Es ist wirklich ein Zeichen, dass Gott uns alle sehr, sehr liebt. Wir haben auf diesen Tag lange gewartet. 4 Wochen haben wir uns innerlich und auch äußerlich auf diesen Tag vorbereitet. Und heute ist der Tag da. Wir freuen uns, Jesus in unserer Mitte zu begrüßen. In der Heiligen Schrift lesen wir: Ich klopfe an der Tür. Wenn einer mir die Tür öffnet, werde ich reinkommen und mit ihm Mahl halten. Jesus, das Christkind, klopft heute an der Tür unseres Herzens an. Lassen wir uns in unsere Herzen ein. Dann wird es Weihnachten in dir und in mir. Ihr Lieben, wie schön, dass wir uns heute am Heiligen Abend zur Krippenfeier sehen. Herzlich willkommen zu dieser ungewöhnlichen Form der Kinderkirche im Namen des gesamten Kinderkirchenteams. Heute werden Christina und ich, Petra, euch durch diese Kirche geleiten. Heute feiern wir ein ganz besonderes Fest. Die Geburt von Jesus Christus. Und ein Geburtstag ist ja immer was ganz, ganz Aufregendes. Und wenn ich ganz aufgeregt bin, wisst ihr, was ich dann machen muss? Dann muss ich mich manchmal einfach erstmal bewegen. Und das machen wir heute auch. Und das machen wir so, wie wir es immer machen. Wir starten mit der Rakete und mit Jenna und Moritz. Und wir starten. Nachdem wir uns jetzt ein bisschen bewegt haben, müssen wir mal gucken, was wir dann noch brauchen heute, damit wir den Geburtstag schön machen. Wir wollen unseren Tisch schmücken und das tun wir wie immer mit unserem Kreuz als Zeichen für Jesus, mit der Bibel, mit den Geschichten von Jesus und Gott, die wir heute erzählen werden auch. Und natürlich, wie es sich für einen Geburtstag auch gehört, mit einer Kerze, die für Gott steht.
Und es wäre jetzt bestimmt schön, wenn auch ihr zu Hause so einen gedeckten Tisch hättet wie wir. Deswegen drückt doch kurz auf Pause und guckt mal, ob ihr auch drei Sachen findet. Es muss keine Bibel sein, vielleicht auch einfach eine Geschichte von Jesus. Wie schön, dass ihr wieder da seid. Wir hoffen, dass ihr euren Tisch schön geschmückt habt. Wir starten jetzt mit dem Tagesgebet und als erstes mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, endlich ist es Weihnachten. Wir haben so lange gewartet. Jetzt ist die Zeit gekommen. Heute wollen wir Gott danken, dass Jesus für uns geboren wurde. Jetzt wollen wir still werden und lauschen, hinhören und hinsehen, was damals in der heiligen Nacht geschah. Lasst auch in unseren Herzen Weihnachten werden. Lieber Gott, darum bitten wir dich. Amen. Wir haben uns lange auf Weihnachten gefreut und darum geht es auch im nächsten Lied, das wir jetzt singen wollen. Und zwar singen wir vom Lied Das Licht einer Kerze die erste und die vierte Strophe. Das Licht einer Kerze ist immer hinter Wald. Eine kleine Kerze leuchtet uns hinab. Alle Menschen warten hier und überall. Warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. Alle Menschen warten hier und überall. Warten voller Hoffnung auf das Kind im Stall. Wir kehrten in Strahlen durch alle Dunkelheit. Durch den Ruf der Frieden macht der Kind bereit. Gott ist immer bei uns hier und überall. Darum lasst uns trauen und auf Erden stark. Gott ist immer bei uns hier und überall. Darum lasst uns trauen und auf Erden stark. In diesem Jahr ist vieles anders. Aber das, was auch in diesem Jahr gleich ist, ist, dass wir uns jetzt eine Geschichte anhören, und zwar die Geschichte von Jesu Geburt, wie er geboren wurde im Stall in Bethlehem. Maria und Josef sind unterwegs nach Bethlehem, seit vielen, vielen Tagen. Die Reise ist weit und beschwerlich. Maria erwartet ein Baby. Ihr Bauch ist kugelrund und schwer. Vielleicht kommt ihr Kind schon morgen auf die Welt. Die Stadt Bethlehem ist voller Menschen. Wie Josef sind alle hierher gekommen, um sich zählen zu lassen. Der mächtige Kaiser Augustus hat es so befohlen. Josef und Maria klopfen auf der Suche nach einer Herberge an ein Gasthaus an. Ein Wirt öffnet die Tür. Doch er schüttelt den Kopf. Nein, es ist kein Zimmer mehr frei. Versucht es woanders, sagt er. Maria und Josef gehen traurig weiter zum nächsten Gasthaus. Auch dort klopfen sie an, um nach einem Zimmer für die Nacht zu fragen. Wieder öffnet ihnen ein Wirt die Tür. Nein, es ist kein Zimmer mehr frei. Versucht es woanders, sagt er. Sie klopfen an viele, viele Gasthäuser an. Nirgends finden sie ein Zimmer. Maria und Josef sind verzweifelt. Doch dann hat endlich ein Gastwirt Mitleid mit ihnen. Er sieht, dass Maria müde ist und dass es ihr nicht gut geht. Er bietet ihnen einen Platz in seinem Stall zwischen Heu und Stroh an. Dort angekommen, legen sich Maria und Josef erschöpft nieder. Mitten in der Nacht kommt das Baby, ein kleiner Junge, zur Welt. Behutsam wickelt Maria ihnen eine warme Decke. Etwas anderes hat sie nicht. Glücklich hält sie ihr Kind im Arm und sagt, er soll Jesus heißen. In derselben Nacht wachen Hirten an ihrem Lagerfeuer. Da erscheint ihnen im hellen Licht ein Engel, der spricht, seht den hellen Stern und folgt ihm nach Bethlehem, dort ist ein Wunder geschehen. Und so machen die Hirten sich auf den Weg. In Bethlehem angekommen, funkelt der helle Stern über dem Stall. Den Hirten wird ganz warm ums Herz. In dem Stall, in Marias Armen, liegt Jesus, Gottes Sohn. Er bringt der Welt Frieden und Freude. In dieser Nacht ist ein Wunder geschehen. Und von diesem Wunder erzählen wir heute noch. Es ist das Weihnachtswunder. Und jetzt singen wir alle zusammen das Lied Stern über Bethlehem. Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg.
Wir hoffen, dass euch diese ganz besondere Weihnachtsgeschichte gefallen hat und wir kommen jetzt wie auch in jedem Jahr zu den Opferkästchen. Damals wollten viele Menschen zur Krippe gehen, die Hirten, die Könige, alle kamen sie zur Krippe, um das Wunder Jesu Geburt zu bestaunen. Vielleicht habt auch ihr euer Opferkästchen zu Hause, dann stellt es bereit. Wenn ihr es das nächste Mal auf einem Spaziergang mitnehmt, schaut doch bei uns in der Kirche vorbei. Und bringt euer Opferkästchen dorthin. Nun wollen wir unsere Bitten vor Gott tragen und am Ende aller Fürbitten antworten wir mit dem Liedruf: Tragt in die Welt nun ein Licht. Wir entzünden ein Licht für alle Kinder auf dieser Welt. Wir entzünden ein Licht für alle Eltern und Großeltern. Wir entzünden ein Licht für alle Menschen, die wir gerade jetzt besonders brauchen. Wir entzünden ein Licht für alle Menschen, die sich einsam fühlen. Wir entzünden ein Licht für all die vielen kranken Menschen dieser Welt. Wir entzünden ein Licht für Frieden und Freude für alle Menschen dieser Welt. Tragt in die Welt nun ein Licht, sagt allen Fürsten euch lieb. Gott hat euch lieb. Groß und klein, seht auf des Lichtes Schein. Guter Gott, du machst die Welt hell durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir dafür. Amen. Nun wollen wir gemeinsam beten, wie uns der Vater gelehrt hat. Und dazu reichen wir uns symbolisch die Hand. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat gesagt, der Friede soll mit euch sein. Nichts wünschen wir uns mehr als Frieden in der Welt. Fangen wir im Kleinen an und schenken uns gegenseitig ein Lächeln zum Zeichen von Frieden und Versöhnung. Liebe Kinder, ihr dürft eure Eltern und Geschwister natürlich auch gerne in den Arm nehmen. Zum Schluss wollen wir beten. Lieber Gott, Jesus war ein Kind, wie ich. Er wurde geboren, wie ich. Er hatte Eltern, wie ich. Er hat gespielt, wie ich. Er hat sicher oft gelacht, wie ich. Er hat auch wohl geweint, wie ich. Jesus ist geworden wie ich. Lieber Gott, lass mich werden wie er. Amen. Wir vom Team der Kinderkirche wünschen euch allen fröhliche Weihnachten. Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass wir uns alle bald wiedersehen können.
dass wir wieder gemeinsam beten, singen und feiern können. Und so wollen wir noch Gottes Segen auf uns herabrufen. Gott, halte seine Hände über uns und segne uns. Gott, halte seine Hände vor uns und ergehe mit uns. Gott, halte seine Hände um uns herum und beschütze uns. Solange, bis wir uns wiedersehen. Und so wollen wir enden, wie wir begonnen haben, mit dem Zeichen Gottes, mit dem Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Schluss singen wir noch Zumba Zumba, so wie wir das jedes Jahr tun. Ein fröhliches Fest wünschen wir euch heute. Lasst uns Gott jetzt um seinen Segen bitten. Der Herr sei mit euch. Er segne euch und all euren Lieben, der allmächtige, barmherzige und euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Schluss möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei unserem Kinderkirchteam für diese wunderschöne Initiative. Ganz herzliches Dankeschön. Und ich wünsche Ihnen und all Ihren Lieben ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das neue Jahr 2021. Danke.